Hallo, hier ist der Mehmet. Ich habe von Bamberg Bosch aufgeradet für die Türkei. Gleich fahre ich nach der Türkei. Ich hoffe, dass es eine gute Reise sein wird. Ich liebe meinen Job. Immer unterwegs sein und bei jedem Tour verschiedene Städte, verschiedene Länder sehen. Und das mache ich wirklich vom Herz gerne. Ich bin im Monat höchstens 2 oder 3 Tage zu Hause. Und das ist, bin ich in meinem LKW. Sehen Sie es, Kanaria, das ist mein Familienname. Und hier, das heißt Gentleman von Straßen. Ich bin ein Fan, ist mein Club. Fenerbahçe Istanbul und mein Bettdecke ist auch original. Fenerbahçe Istanbul Bettdecke. Hier ist mein Schlafzimmer. Hier ist mein Arbeitszimmer und Wohnzimmer. Ich fahre schon seit 1978. Hat sich viel geändert. Früher müssten wir mit Landkarte stundenlang Adresse suchen müssen. Aber jetzt stellen Sie einfach ein und sind Sie in Adresse. Früher mit dem alten Karren, mit dem alten LKW in 100 Kilometer müssten wir 40 Liter, 45 Liter Diesel also benutzen. Aber jetzt nur 30, 28 Liter hat das Spiel geändert. Zuerst machen wir unsere Küchentür auf. Und ich werde jetzt ein echtes türkisches Tee kochen. Und dabei türkisches Weißkäse, Tomatensalat, Bratwurst. Ich glaube, es wird ein schönes Abendessen sein. Wenn ich übernachten muss, dann habe ich Angst, dass was passiert. In Würzburg, da ist das passiert, haben sie gegen 4, 5 Uhr 5 Paletten Computer mitgenommen. Jetzt, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich irgendeine Stimme höre, dann stehe ich auf. Kann man nicht ruhig sich ausruhen und schlafen. Und wir sind in Kontrollstelle, Toll Collect, Mautkontrolle. Ja. Sie werden das jetzt hören, wie das funktioniert. Wir dürfen weiter. Wenn ich mich müde fühle, gebe ich mir 1 oder 2 Stunden Pause, bis ich mich gut fühle, dann fahre ich weiter. Wie lange am Tag gearbeitet habe oder wie lange, dass ich Ruhezeit gemacht habe, Sie wissen alles. Von GPS, von Netz. Man hat immer Heimweh, ja. Wenn ich Sonntag zu Hause bin, unbedingt, ich muss in meinem Balkon frühstücken mit meiner Frau.